Hallo, servus. Heute mal wieder Verein, Raphael und ich. Regionalliga-Wettkampf, mein erster Liga-Wettkampf dieses Jahr. Teamsprint. Na, mal schauen, wie es wird. Jetzt gerade am Einlaufen. Und dann ist für jeden, also wir starten zu dritt, für jeden 250 Meter schwimmen, 6,6 Kilometer Radfahren und dann noch 1,5 Kilometer laufen. Jonas startet noch für uns als Starter, wie sagt man das? Keine Ahnung. Und erster Starter. Genau, ich bin dann die Mitte und der Raphael holt das Ding hoffentlich dann nach Hause. Genau. Mal schauen, was wir jetzt schaffen. Und morgen ist dann olympische Distanz. Sehr gut. So, wir begrüßen dann die nächsten Damen und Herren. Da kommt der Wittmann. Jawohl, da sieht man natürlich die Stärke auch von den Jungs, die da wirklich miteinander aus dem Wasser kommen und sich da gar nicht kennen. So, wie ich gesagt habe, Frontfahrrad hier. So, meine Damen, ganz kurz aus dem Zielbereich raus, Dankeschön. Der technische Delegierte hat es auch auf dem Schirm, dass da Leute kommen. War Witz, Matthias. Okay, also. So, und dann kommt der Wechsel, der erste Wechsel bei den Herren. Achtung, stark bleiben. Jawohl, Fahrrad. So, meine Damen, rot. Der erste Wechsel bei den Herren. Achtung, stark bleiben. Jawohl, Fahrradbahn. Komm, Männer, da. Sauber, Jakob, komm, auf geht's. Jawohl, und das Rad von ab. Hopp, 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 hopp. Oh, nee. Jawohl, Sebastian, super. Jetzt mal auf, 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 auf geht's, komm. Aber der kann nicht laufen. Der kann nicht laufen? Ich bin nicht. Auf geht's, Jakob! Hopp, hopp! Jawohl, vorher war der Sebastian. Das ist natürlich schon eine Aufstellung, die kann. Los, Raffi! Auf geht's, super, hopp, 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 macht's! Zieh durch, weiß, weiß, hopp, super! Auf geht's, Raphael, komm! Druck, komm, auf geht's, komm! Komm, Junge, komm, 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 auf geht's, raufbleiben, komm! Ich meine, wenn da einer kommt und drei Räder abrollen, dann kommt dann eine Zeit drauf, schon mal wegen dem Moment. Was denn? Sauber, Frau, gut, Vorsprung, gib Gas jetzt ab! Auf geht's, ab, 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 ab! Was ist denn?
Marion, auf geht's! Auf geht's, Raphael, komm! Komm! Weiter links, ja, sehr schön, komm! Auf geht's, komm, Raphael, komm! Komm jetzt, den holst du noch, komm! Auf geht's, komm! Auf geht's, Raffi! Alles gehalten, wunderbar! Dann werden wir hoch. Hier für uns, herzlichen Glückwunsch! Tschüss, halt, Männer! Achtung! So, aufpassen im Zielbereich für die Seite. So, aufpassen. Auf geht's, ab ins Ziel jetzt, Raphael, komm. Sehr schön, komm. Jawohl. Sehr gut, auf geht's, Supi, juhu! Der jetzt schon vorne ist, der will es alleine, glaube ich, probieren. Aber der ist schon gut, aber schauen wir mal. Ist Hof, oder? Nee, ja, Hof, genau. Ich glaube, der Jakob ist ein 4, kann das sein? Oder 3, 4? Nee, das ist auch einer von Hof. Ja. Ja, das ist der Raffi hier, genau. Raffi schwimmt hier. Und der Jakob schwimmt dahinter. Der schwimmt genau hinterm Raffi. ...1,30 nach vorne, ein einziger. Ja. Ihr seid eine große Gruppe, 2, 4, 5, 6 Leute. 7. Komm Raffi, ran da! Ran da, Raffi, komm! Auf geht's, Raffi, komm! Super, Jakob! Auf geht's, da dran! Sauber, Gabba! Langsam! Nee, das ist der Raffi. Langsam, so, Raffi. Langsam! Super, Jakob, super! Super, sauber! Naja, freilich, da kommt schon der Erste. Super, Jeremias, gut zu Raffi. Gut zu Jakob, komm, klemm dich dran da, das geht schon ein bisschen, komm. Auf geht's, Raffi, für den Kopf. Auf geht's, komm! Nach und nach einsammeln, komm, es geht schon! Super, Jeremias! Alles gut! Auf geht's, Jakob, nochmal nach da vorne ran! Komm, das schaut stabil aus! Gut zu Raffi, alles gut, komm!
Auf geht's, Jakob. Super. Den vor dir holst noch. Komm. Schön vorbereiten. Geht schon. Wie ganz stark fürs Durchbeißen. Auf geht's. Bin Neumark. So, ihr drei seid schon da. Jetzt sitzen. SG 08 Rot im Ziel. Glückwunsch. You did a good job now. Also, wenn ihr euch hinlegt, dann vielleicht. Sind wir beim Schwimmen sehr gekommen? Das heißt nicht, dass ihr euch nicht ausruhen könnt. Jetzt geht's uns an. Ich hab's auch gemacht. So, kurzes Fazit vom Wochenende. Tag 1 war ja die Team Relay mit drei Startern, Jonas, Raphael, ich. Da sind wir auf Platz 3 gelandet. Ich habe leider eine Zeitstrafe bekommen, 15 Sekunden. Ist auf so einer kurzen Distanz natürlich auch gravierend. Hätte uns oder hat uns dann Platz 2 gekostet. Ja, ich habe mein Rad mit dem Lenker eingehängt in die Stange und nicht mit dem Sattel. Gott sei Dank haben wir das dann auch gesagt bekommen, was mein Fehler war. Also ich hatte das von der Regel noch nie gehört, aber gut, jetzt werde ich den Fehler nicht mehr machen. Genau, dadurch sind wir Dritter geworden. Hof hat gewonnen. Genau. Und so sind wir dann erstmal verblieben. Jonas konnte leider am Sonntag, also am zweiten Wettkampftag, nicht mitmachen, weil er noch ein bisschen Verletzungsprobleme hatte und kann nicht lang laufen. Raphael und ich waren ja, wie schon erwähnt, ein bisschen angeschlagen oder sind immer noch angeschlagen. Bei Raphael wurde das dann nach dem Wettkampf auch ein bisschen schlimmer. Ja, die Nacht war dann, um ehrlich zu sein, auch nicht gut, da wir erst nach 10 Uhr im Hotel oder in der Unterkunft, Hotel kann man das nicht wirklich nennen, angekommen sind. Ja, und bis man dann geduscht hat und angekommen ist, wird es dann natürlich auch spät. Und Tag drauf, also am zweiten Wettkampftag, war ja Start um 9 Uhr, da unser fünfter Mann, der Philipp, auch nochmal dann auch über Nacht krank geworden, musste spucken. Ja, dann sind wir mit 4 Leuten gestartet. Louis, Jeremias, Raphael und ich. Sprich, wir mussten auch alle ins Ziel kommen. Schwimmen habe ich mich echt schlecht gefühlt dann. War aber erstaunlicherweise mit der Radführungsgruppe dann eigentlich draußen. Raphael habe ich beim Schwimmen so ein bisschen gesehen. Der war kurz vor mir dann auf dem Wasser, beim Wasser tatsächlich auch draußen. Er hat gemeint, im Ziel, das lief bei ihm richtig gut. Ja, was so ein paar Prozent kosten. Aber ich war dann so 1-2 Sekunden nach ihm auf dem Rad und habe tatsächlich die erste Radkurve deswegen verpasst. Und ich hatte echt keine Kraft, um da auch ranzufahren. Das war echt bitter. Genau, dann wurden wir... Also Raphael ist dann ausgefallen aus der ersten Radkurve. Ich bin dann in der zweiten gewesen irgendwann, haben Raphael eingesammelt und sind dann echt nur noch rumgerollt. Also ein paar Antritte oder so, weil manchmal die Leute probiert haben, nochmal irgendwas zu tun. Aber um ehrlich zu sein, wenn die Gruppendynamik nicht da ist und ich habe da ehrlich gesagt nichts dazu beigetragen, da ich gesagt habe, sorry Jungs, ich kann heute nichts arbeiten. Genau, dann vom Rad runter, konnte ich vorne runtersteigen, dann zum Laufen habe ich echt versucht, ruhig zu bleiben, mich nicht kaputt zu machen. Bin das Ding konstant durchgelaufen. Ich weiß tatsächlich die Platzierung auch nicht, da gab es Probleme mit der Zeitmessung. Wir haben jetzt auch noch keine Ergebnisse, Standpunkt jetzt, 16 Uhr. genau, aber... Ich hoffe, dass es für Top 10 gereicht hat. Beim Louis lief es nicht so gut. Der hat auch Probleme dann gehabt. Die haben alle Pizza gegessen. Weiß nicht, ob das so gut war. Ich hatte Nudeln abends. Naja. Und der Jeremias ist dann auch kurz nach Raphael eigentlich ins Ziel. Für das, dass er letzte Woche noch in Rot mitgemacht hat. Auch echt in Ordnung, Raphael. Hat dann auch, sagen wir mal, noch Schadensbegrenzung gemacht, genau,
Und jetzt heißt es ausruhen für nächste Woche. Das ist dann nochmal ein Teamwettkampf-Sprint in Schöngau, wenn ich es richtig weiß. Wenn es nicht richtig ist, kommentiert es gerne unten rein. Genau, und bis dahin, servus, gute erholsame Woche. Ciao.